Hallo und willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 2 Assassins of Kings. In der letzten Folge haben wir uns endlich mal wieder ein Silberschwert besorgt. Gott sei Dank. Und wir haben uns mit dem Kairan angelegt. Das hat nicht gut geendet. So gar nicht gut. Mittlerweile wissen wir ja, wie er funktioniert. So einigermaßen zumindest. Ja, wen hören wir denn da? Ja, ich bin der Neue. Ich komme jetzt öfter vorbei. Nein, ich bin eigentlich der Alte. Ich bin der AKI. Hallo. Moin zusammen. Link findet ihr wie immer in der Infocard und in der Infobox. Zu seinem Kanal natürlich. Und ja, diese Folge wollen wir dann mal unser Glück wieder beim Kairan versuchen. Der Kairan. Und natürlich schauen wir doch mal auf den Kalender, was heute ansteht. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Es dauert aber noch eine Woche bis zum neuen Jahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen. Ja, oder hoffentlich hattet ihr ein schönes Weihnachtsfest, falls ihr die Folge halt erst später seht. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir auch schon mal los. Der Kairan, perfekt. Genau. Na, dann übergebe ich mal wieder hier an meine tatkräftige Unterstützung, weil ich krieg das Viech eh nicht platt. Gucken wir mal, ob ich's hinkriege. Das wird wahrscheinlich eine schöne Fail-Folge. Ich muss mich dann auch erstmal jetzt in die Steuerung wieder reinfinden. Vor allem muss ich halt... Wir müssen den Kairan ja halt mit einer Ödenfalle. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn. Ah, gut. So, dann wählen wir doch erstmal Öden aus. Hey. So, wie war jetzt das... Ah, B lange gedrückt halten. So, dann ziehen wir schon mal unser Schwert. Und dann... Wie weichen wir? Oh, jetzt habe ich die Ödenfalle gelegt. Genau, da geht er dann rein. Naja, da oben wahrscheinlich nicht, oder? Da weiche ich aus. Ne, ich musste ja nur gucken, wie ich alles mache. Oh, da hocken Vögel. Ein Vögel hockt da. Ah, da ist noch ein Zotus gelandet. Wir haben noch einen Vogel geschlagen. Ja, was meinst du, wenn du den jetzt erschlagen hättest? Dann hätte es Grillhähnchen oder so gegeben. Oh, hier geht's aber tief runter. Oh, ich glaube nicht. Wir haben immer noch keine Schuhe an! Aber immerhin haben wir unser Silberschwert schon mal. Das ist doch was. Ja, aber das haben wir nicht gezogen irgendwie. Super. Gegen den Kairan sollten wir eigentlich unser Silber... Da! Unser Silberschwert, wenn dann ziehen. Ich wollte gerade nachschauen, weil ich habe es ja aufgeschrieben. Das wird sehr lustig. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Tja. Spiel speichert von alleine, Gott sei Dank. Na dann. Oje, oje. Schlagen wir uns mal durch hier. So hart soll der Kampf ja angeblich gar nicht werden. Wie gesagt, wir müssen ihn in der Ödenfalle... Wir müssen die Ödenfalle setzen, sobald dann sein Tentakel runterkommt. So hart soll der Kampf nicht werden, wir sind einfach nur zu blöd. Ja, wir wussten ja vorher nicht, was wir machen müssen. Das ist ja. Es wird einem auch nicht erklärt, wie man ihn besiegt, das ist ja verständlich. Es ist ja immer noch ein Spiel, was einen fordern soll. Aber ich hätte vorher eigentlich einen Trank nehmen können. Jetzt ist es zu spät. Tja. Falls wir sterben. Ey, der ist so riesig. Der ist schon eklig. Der oh, schon Geralt hat von selbst das sein richtige Schwert gezogen. Der ist schon hart mutiert. Der ist schon ekelhaft. Oh, und er spuckt wie die Wurz. Pfui. Dann legen wir los, Geralt. Wie war das ganz, ganz schlechte Erziehung? Hier. Hallo? Boah, der macht halt gut Schaden. So, Ödenfalle ist hier. Hallo. Ja, so vergiftet, völlig geil. Ich. Komm doch und fang ihn selber mit dem Erden. Ich glaube, du musst. Wir haben doch Ödenfalle. Ich glaube, du musst dahin und die an dem dran. Nein, du musst die. Sicher? Das stand ja auch in der Beschreibung. Du musst die auf den Boden setzen. Er muss mit seinem Tentakel reinschlagen und dann musst du schnell zu den rot leuchtenden Punkten. Okay, ich glaube, dann haben wir die einfach schlecht gesetzt. Du musst die genau da setzen, wo du liegst, wo du stehst und du musst ja, dann ausweichen. Ja, aber der hat ja nicht reingeschlagen. Das wird dann Spaß, wir überspringen das mal, wir kennen es ja schon.
Der schlägt doch rein, ich verstehe das nicht. Ah, aber das sind jetzt die rot leuchtenden Dinger. Jetzt kommt das Gift. Boom. Ich habe doch schon wieder Würden gesetzt. Rot. Du musst an die anderen Arme, wo es rot leuchtet, an den zwei da vorne leuchtet nichts rot, glaube ich. Ja, das deswegen. Das ist sau schwer. Also, das wird eine reine Fehlfolge. Ich weiß das jetzt schon. Richtet euch schon mal, holt euch doch am besten, stellt euch bereit, stellt euch mal einen schönen warmen Kakao bereit oder so. Ich glaube, die Folge dürfte ein bisschen dauern. Zumindest hier beim Kairan. Ja. So, die nächsten 20 Minuten, 25, werden wir wahrscheinlich hier beschäftigt sein. Ja, da war es doch schon fast. Nein, 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 nein! Ja, komm, 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 komm. Jawohl, der erste Arm ist ab. Sehr schön. Also müssen wir wirklich genau zu den Armen hin. Ja, er ist schlecht gelaunt. Boah. Komm her. So. Hallo? Lass mich mal nicht weg. Hallo? Ganz schlechte Erziehung hier. Mhm. Hey, das war mein Spruch. Achtung. Nein! Ja. Aber immerhin, es wird schon mal. Immerhin was. Wissen wir aber auf jeden Fall, was wir ungefähr machen müssen. Oh Gott, oh Gott. Setzt du am besten wieder direkt Erden, wenn du da. Ja. Stehst. Nee, du hast es ja gesehen. Ich musste es ja direkt zu dem Tentakel, mit dem er uns geschlagen hat. Ja. Ich musste ja einmal kurz ausweichen zu einem anderen Tentakel. Und da ging das ja dann. Da. Ah, und da bleibt der Arm da hängen. Aha, okay. Also musst du im Prinzip immer den Arm mit der Erdenfalle dann jeweils fixieren. Genau. Jetzt musst du auch fallen. Geh in die Erdenfalle. Oder wir müssen erstmal die äußeren machen. Hm. Ah, da ist einer. Oh, schade. Der hätte gut geklappt. Ah, siehst du, jetzt hat er... Hallo? Ah, perfekt. Der ist halb gefangen, das ist sehr gut. Mhm. Na, es wird doch. So langsam kriegen wir es hin und wir haben noch kein Leben verloren. Vielleicht. Ja, ganz vielleicht. Oh, jetzt spuckt er wieder. Vielleicht, ja, ganz vielleicht dauert es doch nicht so ewig lange. Vorsicht. Uiuiui. Nein, hallo. Weil es am falschen Arm. Ja, aber er perfekt. Hat uns getroffen. Nein, komm, 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 komm. Hau drauf. Ohne dich treffst du das am besten. Und jetzt wieder abhauen. Dass dich hier keiner verpasst. Geh in die Irdenfalle. Lol. Okay. Voll gut. Hammer. Er reitet den Kairan-Arm. Das war jetzt geil. Alter. Das Viech sollte echt dringend mal... Oh, hab ich mich erschrocken gerade. Wow, das Viech sollte ganz dringend mal so einen Psychologen beauftragen, ey. Das ist ja nicht normal, was da abgeht. Oh nein! Nein! Wie hat der. Warum? Wir müssen doch aber irgendwas machen. Ja, wahrscheinlich die anderen rot leuchtenden Stellen dann noch. Ja, aber der hat uns ja gerade getroffen damit. Ja. Schade. Schon wieder alles von vorne. Aber immerhin. Oh, ich habe B gedrückt aus Versehen. Tut mir leid.
Eieiei. Tut uns leid, also mir. Dir. Hallo. Ich hab nichts damit zu tun, Leute. Nein, wieso lassen wir uns denn immer treffen bei dem? Und ab mit. Uiuiui. Wir müssen echt aufpassen, dass man die Trümmer nicht abbekommt. Hallo, du bist voll durch die Irdenfalle durch? Ich hab die jetzt einfach nicht passend zur Position. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt hängt er fest. Ah, wir kriegen ein bisschen, je mehr wir weglaufen, desto mehr Leben. Wir kriegen auch wieder Leben dazu, das ist das Gute daran. Das heißt, ja, wir müssen gucken, dass wir ausweichen und uns ein bisschen Leben regenerieren. Auf jeden Fall, während der so asozial hier unterwegs ist. Ist da nicht vielleicht am geschicktesten bei den kurzen Armen zu bleiben, weil mit denen kann er uns nicht schlagen. Komm her. Nein! Oh, aber wir haben ihn wenigstens. Aber trotzdem ist das gerade nicht so gut gelaufen. Wir müssen ein bisschen Leben regenerieren. Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, wäre es nicht vielleicht sogar gar nicht verkehrt, dann den Arm daneben auch direkt in die Irdenfalle zu. Ja, wir müssen aber jetzt holen. Aufpassen. Ja. Also jetzt kommen wir. Jetzt rastet er ja gerade wieder aus. Das war jetzt gerade mein Gedanke, dass das vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre. Wenn wir dann. Dadurch kriegt er komischerweise keinen Schaden, wenn wir ihn da was reinstopfen. Was reinstopfen, ey. Okay, und jetzt schnell weg, weil jetzt kommt da das Zeug ja runter, was dich halber erschlagen hat. Der rastet halt immer komplett aus, so. Das ist jetzt die Frage, was müssen wir jetzt machen? Ah, der wirft mit den Dingern, okay. Tendenziell, glaube ich, müssen. Da, er wirft mit den Steinen. Ja. Er holt sich irgendwo Steine und wirft die. Oh. Autsch. Hallo. Also ich glaube, das hinter dem Stein, das Riesending, was da liegt, vorbei. Geht das? Ja, da bist du vielleicht ein bisschen sicherer. Ui. Da schwebt. Nein. Da können wir halt leider Schade. Nicht durch. Okay, sonst hätte ich gesagt, drüber. Nee, irgendwie okay. Auch nicht. Dann nicht. Sonst hätte ich gesagt, das ist vielleicht der sicherere Weg, aber. Dann vielleicht erstmal. Irgendwie müssen wir halt Leben an den Rand regenerieren lassen, vielleicht. Ja, wir regenerieren einfach ein bisschen Leben. Oh Gott. Wir wissen ja ungefähr wissen wir ja, was wir am Anfang machen müssen. Ja. Vielleicht wäre es auch sinnvoller, die beiden äußeren Arme erst zu machen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, oder man versucht es halt wirklich mal so, wie ich mir das jetzt gerade gedacht habe, dass man die Arme in die Irdenfallen erstmal reinpackt, falls das funktioniert, dass man die alle gleichzeitig einfängt und dann sich da dran macht. Das könnte dann funktionieren. Dann kann er damit nicht rumschlagen. Das könnte echt funktionieren. So, wir gucken mal, was können wir denn machen. Nehme ich das nochmal einen Stein. Jetzt hier ran verstecken. Hier dürfte er uns ja nicht treffen. Oh, doch. Oh, was. Hallo? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir den vielleicht hier von hier oben irgendwie auch attackieren können. Erwischt? Ich glaube, das war's, oder? Ich hoffe. Naja, sie ist da, also scheint es tatsächlich gewesen zu sein. Die wird niemals kommen. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen?
Die wären niemals gekommen, wenn wir nicht fertig gewesen wären, die Feige. Wir sagen, Feige es war halt wirklich schwierig, sind wir mal ehrlich. Ja. Das Mistvieh hat mich ein bisschen zerkratzt. Offenbar hast du schon tiefer in der Tinte gesessen. Möchte wissen, ob die Geschichten über dich wahr sind. Welche Geschichten, ne? Welche Geschichten? Wenn du glaubst, dass ich jetzt Legenden über dich erzähle, hast du dich geschnitten. Schön. Und was nun? Ich muss die Komponenten einsammeln, solange sie frisch sind. Am liebsten würde ich die ganze Sauerei in mein Laboratorium bringen, um so viel Substanzen wie möglich zu gewinnen. Aber das ist zu viel Arbeit. Ich nehme nur... Was genau hast du von meinen Abenteuern gehört? Dies und das. Du willst wohl nicht darüber sprechen? Je frischer die Substanzen sind, desto besser kann man sie verkaufen. Entschuldige mich also. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange. Die klang jetzt schon wieder, als ob sie in irgendeiner Höhle stehen. Oh, ja, wir haben es geschafft. Ja, oh, Gott sei Dank. Schön. Und wir haben dafür nur die halbe Folge gebraucht. Respekt. Ja. Das ist doch was. Wir sind ein Level aufgestiegen. Wir müssen jetzt wieder zurück. Das ist doch mal was. Gibt es irgendwas zu looten vielleicht? Stimmt. Kann man den irgendwie looten? Bestimmt. Da kann man sich bestimmt ein bisschen was einsammeln, was man vielleicht gebrauchen könnte. Ja. Kairan-Augen, Kairan-Gewebe, Kairan-Haut und Kairan-Trophäe. Nehmen wir auf jeden Fall, weil wir haben ihn ja auch besiegt. Da leuchtet es noch rot da oben. Ja, ich glaube, da können wir auch noch irgendwas. Irgendwas können wir da bestimmt noch. Hallo, geh sonst mal aus dem Die Weg. Die ist im Weg. Weg Die da. Madame steht mit ihrem dicken Bob ist im Weg. Maybe not. Oh, ist in der Höhle, ey, das Vieh. Ja. Tja, dann müssen wir wohl mal zurück. Können wir nicht springen, okay. Nur schwer ziehen. Stecken wir mal wieder weg. Was für ein Kampf, ey. Hm. Das hat mich wirklich alle Nerven gekostet. Aber immerhin, wir haben nur die Hälfte der Folgenzeit dafür gebraucht. Nicht wie vorher gesagt, die ganze Folge. Ich bin froh, dass wir es echt geschafft haben, dass wir es hinter uns haben. Looten. Loot, loot. Einmal looten bitte alles, was es gibt. Hetz mich nicht. Ich muss looten. Apropos hetz mich nicht, ich muss looten. Schaut doch mal auf Redbubble vorbei. Da haben wir ein paar coole Designs. Du. Ich, ja. Link zum Shop findet ihr in der Infobox. Da findet ihr unter anderem auch Hetz mich nicht, ich muss looten. Und das könnt ihr euch auf alles Mögliche draufdrucken lassen. Auf T-Shirts, auf Taschen, auf Sticker, auf Duschvorhänge. Duschvorhänge. Brauchst du noch einen Duschvorhang? Auf Fußmatten. Auf auf Notizbücher, auf alles Mögliche. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Wollen wir jetzt so Weihnachten, wenn es Geld gab? Kann man sich ja was gönnen, so eine Kleinigkeit. Oder verschenken, eine Kleinigkeit. Ja. Santa's Little Helper zum Beispiel gibt's auch. Mhm. Den Schriftzug. Bin so froh, dass wir hier durch sind. Ja. Dass wir den Kairan besiegt haben. Sind wir denn hier jetzt gelandet? Keine Ahnung, aber wir laufen hier einfach mal runter. Wir ich müssen ja... Der zerstört gab es irgendwas? Achso. Nee. Irgendwas gab es hier gerade. Egal. Ja, hier geht es irgendwie doch nicht runter, wie ich dachte. Okay. wo kommen wir denn hier lang? Hä, ich bin total verwirrt, einfach nur noch. Ich laufe jetzt hier runter und dann laufe ich ins Dorf wieder zurück. Da. Komisch, was war das gerade? Irgendwas Altes? Ein Friedhof vielleicht. Ja. Jetzt holen wir uns erstmal die Belohnung für den Kairan ab. Ja. Oh, die Wölfe sind unterwegs. Wir auch. Wir sind ja ein Wolf. Der Schlechter von Blaviken. Gerald von Riva. Lass uns durch. Das ist eine bedrohliche Musik hier. Die hängen immer noch, die zwei.
Ich würde die vielleicht mal abhängen. Ach nö. Da brauchst, und da wundert sich noch irgendjemand Hallo, über Krankheiten und sowas. Ja, ja, wenn man die so vor sich hingammeln lässt. Hallo Katja. Die haben immer noch keine Schuhe, ey. Das ist halt voll sad so. Wir sind eine Hexer, aber haben keine Schuhe. Wie ist Kätzchen Mount? Ich? Geld oder Leben? Und er? Ich habe den Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot. Gut gemacht. Hier ist dein Lohn. Er sagt, ja. Ich hab hier was für erledigt. Jetzt müssen wir hier noch irgendwo... Wir haben gerade irgendwas noch bekommen, vom Kairan. Rüstung aus Kairan-Haut. Aus Kairan-Panzer. Haben wir ein Schema. Das ist natürlich echt cool. Mhm. Guck mal, Trophäe. Wir können eine Trophäe mit uns tragen. Na, super. Das ist natürlich cool. Sehr schön. Da, guck, da tragen wir sie. Lecker. So, aber hier war abends müssen wir uns zu Loredo begeben. Es ist abends, dann begeben wir uns mal zu Loredos Anwesen. Ja. Und quatschen mal kurz mit ihm. Verschlossen. Hallo, es ist doch abends. Hallo, du da. Oder du da. Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Rosch, komm schon. Ja, passt mal schön auf unser Silberschwert auf. Wir haben uns gerade erst wieder zusammengesammelt. Anlegestelle gegen oh, da steht eine... Holzfäller halten. Eine leichte Dame. Bisher ist es ihm gelungen. Beruhig dich, Rosch. Die Anleg... Die Balliste. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Mhm. Rahmen mit federnden Eisenplatten. Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen 1000 Schritt weit schleudern. Man kann sie 2x pro Minute abfeuern, aber nicht 2x dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes, habe ich gehört. Du kennst dich aus? Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Wie dem auch sei, ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Rosch. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken. Ja, wir haben zufälligerweise das Ding abgefeuert. Ja, wir müssen dann eine Möglichkeit finden, die Balliste unschädlich zu machen. Mit Schnaps und jemandem zum Durchficken. Wie gut, um Gottes Willen. Für alles gesorgt hat. Stimmt. Du, Kleine, hierher. Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. Hoffentlich kann der Onkel sich das auch leisten. Mein Ohr gibt's erst ab 10 Urens. Okay. Alter, diese Gespräche, wo du denkst so, okay. Alter, die hat auch einen Ausschnitt bis nach Timbuktu. Naja gut, die ist ja auch vom horizontalen Gewerbe, das ist da das ja nichts ungewöhnlich. Horizontalen Gewerbe. Hallo? Schubst du die arme Madame mal nicht rum hier? Mit Schnaps und jemandem die glitscht ein bisschen rum. Wie gut, dass der Kommandant für alles gesorgt hat. Stimmt. Ja, dann würde ich fast sagen, beenden wir die Folge dann an der Stelle mal wieder. Bevor wir dann in der nächsten Folge uns daran machen, die Balliste unschädlich zu machen. Ja. Und ja, wir hoffen dann, euch hat die Folge wenigstens ein bisschen gefallen. Auch wenn, ja, wir die Hälfte der Folge damit zugebracht haben, dieses ekelhafte Viech jetzt zu platt zu machen. Aber es hat geklappt. Wir haben immerhin nur die Hälfte der Folge gebraucht, nicht die ganze. Das ist doch was, oder? Falls euch das gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Dann werdet ihr benachrichtigt. Und ja, ihr könnt auch gerne mal bei uns auf Social Media vorbeigucken. Die Links findet ihr alle unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen restlichen Weihnachtstag und schöne Weihnachtsfeiertage. Und wir hören uns dann an Silvester wieder. Macht's gut, Leute! Bis dann!